Star Wars! Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodim zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Endlich ist es wieder soweit, ich spiele Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Juhu! Letzte Woche habe ich es glatt verdrängt und sogar ein Part Pokémon Y gespielt. Ich entschuldige mich hier nochmal dafür. Ja, es wird nicht wieder passieren. Naja, es wird nicht wieder passieren. Das wäre glatt gelogen. Ja, ich werde mich bemühen, es nicht nochmal zu machen. Ja, darauf erstmal ein Stück Apfelschorle. Jo, und da sind wir wieder auf Jakku und heute geht es direkt hier weiter. Jo. Kapitel 2. Flucht vor dem Finalizer. Nach seiner Festnahme durch Kylo Ren auf dem Wüstenplanet Jakku findet sich Poe Dameron in der Obhut eines ungewöhnlichen Retters. Auch der Sturmsoldat FN-2187 möchte der skrupellosen Ersten Ordnung entkommen. Wenn die Galaxis jemals von der Tyrannei der Ersten Ordnung befreit werden soll, müssen die beiden der kühne Flucht vom Schiff Finalizer Kylo Rens Sternzerstörer wagen. Punkt, 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 Punkt. Ja. Da. Sie ist in einem Droiden, einer BB-Einheit. Nun gut, wenn er auf Jakku ist, haben wir ihn bald. Erledigen Sie das. Außer ruhig zu bleiben. Ja, erstens, wir erreichen diesen Tierjäger. Zweitens, uns passiert unterwegs nichts. Was steht heute auf dem Plan? Wir müssen all diese Schächte wieder öffnen, die wir gestern versiegelt haben. Warum? Sie wissen schon, dass der Todesstern durch einen offenstehenden Abwärmeschacht zerstört wurde, oder? Ja, aber wie sich herausstellt, führt es zu einem Rückstau der Abfallbeseitigungssysteme, wenn man sie alle abdichtet. Und dann explodiert alles. Wer hätte das gedacht? Weißt du, ich glaube, wir hätten das tun. Ach, das kann ich nicht zerstören. Ja, auch wieder die besten Gespräche hier zwischen denen. Das ist das, was man daran lieben kann. Ist ja lustig, kann hier gar nichts zerstören als Gefangener. Ist ja Mist. Kann ich die Person wechseln? Nee, kann ich nicht.
Mann! Was soll denn das hier werden? Ich kann auch nicht schneller laufen. Ich laufe hier nur so langsam. Doch, scheinbar schon. Okay. Was war das gerade für eine Aktion? Okay. Egal. Schön ein bisschen Geld ansammeln, ja, weil wir brauchen Geld, um wahre Jedi-Ritter zu werden. So, hier mal ordentlich weiter Geld sammeln. Brav. Braver Poe Dameron. Fass mal mit an. Ah, müssen wir gemeinsam schieben. Okay. Und hier, wo geht's hier raus? Hier offensichtlich nicht. Hier ist eine tiefe Schlucht. Da darf ich nicht reinfallen. Geht ja gar nicht. Da müsste ich schon drüber hüpfen. Ja. Also mal lieber nicht drüber fallen. Ist immer noch hochgehüpft. Wir müssen für Ablenkung sorgen, um den T-Jäger zu erreichen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir benutzen diesen Speeder. Wir brauchen ein Protokolldruiden. Ob das so eine kluge Idee ist, weiß ich nicht. Aber egal. C3PO? In Rot? Wir müssen irgendwie diese Lücke überbrücken. Die Protokolldruiden sind nicht gerade sportlich. Das stimmt. Allerdings. Oha, habe ich schon gleich geschafft hier. Guck mal. Habe ich hier gleich den wahren Jedi geschafft. Das. Komm, Spiel, du machst es mir auch irgendwie zu leicht. Das ist. Wahre Jedi geschafft. Okay. Und was war denn daran jetzt schwierig, wahre Jedi Meister zu werden? Y. Okay, kannst du das? Ja, du kannst das. Du kannst das! Okay, ist nicht das Teil anschießen. Genau so. Zieh! Ne, schieb! So. Hier nochmal Geld eingesammelt. Hoppedi. Ja. Genau. Hopp. Wie kann ich helfen, Sir? Kannst mal hier rüberkommen. Wir brauchen dich mal da drüben. Da drüben. Brauchen wir dich mal. Hier, da kannst du jetzt nicht mehr dran arbeiten. Das habe ich dir jetzt mal kaputt gemacht. Ja, ist richtig so. Du sollst mal hier mitkommen. Ach Mann, hier. Daran. Und zieh! Und jetzt, hau ruck! Siehste, geht doch! Ja, hier nochmal das Geld hier einsammeln. Protokolldruide. Was? Der kann wirklich nicht hüpfen. Der kann nicht hüpfen. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Protokolldruiden können wirklich nur so schnell laufen und nicht hüpfen. Das ist. So, lohnt sich auf jeden Fall. Rot, grün, gelb, blau. Also hier unten mal. Rot, gelb, was? Rot, grün, gelb, blau. Rot, grün, gelb, blau. Genau. Genau so. So, die R2-Einheit haut ab. Nee.
Die macht für uns das Schiffstartler. Eindringlinge im Hangar. Alle Einheiten auf ihre Position. Du weißt schon, dass wir ihre Aufmerksamkeit von uns ablenken wollten, ja? Ja, das hat scheinbar nicht wirklich geklappt. Ja, Angriff! Scheiße, jetzt bin ich ein Sturmtruppler. Ich weiß nicht, wer ich bin. Wer bin ich denn? Kacke, wer bin ich? Wir müssen in diesen Kontrollraum und den T-Jäger entriegeln. Oh Mann, ich wusste doch, dass das uns in die Scheiße reitet hier. Okay. Komm ich hier rein? Okay. Joa. Und jetzt? Oh, scheiße, ich werde angegriffen. Attacke! Ach so, der ist von mir. Das ist mein Typ. Das ist mein Sturmtruppler. Ja, ein Sturmtruppler. Und ein Sturmtrooper. Genau so. Ah, so. Jetzt das hier kaputt machen. Ach du Scheiße. Die Schwarzen kommen. Die schwarzen Sturmtruppler. Das sind, glaube ich, Piloten, oder? Eigentlich sind das doch Piloten, oder? Wenn ich mich nicht total irre, sind das doch... Au! Hey, hör auf mich anzuschießen! Mann! Ja, komm! Komm her! So, einmal bauen. Okay. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt hier. Attacke. Guck mal, ich kann sogar schießen hier. Das war vermutlich mein Chef, aber egal. So. Jede Menge Geld. Jede Menge Stats. Und irgendwas muss ich hier noch betätigen. Das hier. Das Rote vermutlich. Ein X-Wing entriegelt. Juhu. Der T-Jäger ist entsperrt. Gehen wir. Yay. Jetzt kann ich bestimmt gleich T-Jäger fliegen. Oder auch nicht. Level abgeschlossen. Wahre Jedi. FN2187 Podemon. Ja, das war's. Gut, Feiner Laser Hangar heißt das nächste Level. Und das spielen wir aber erst im nächsten Part. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Part Lego Star Wars das Erwachen der Macht mit dem Zwergenquest gefallen. Sollte das der Fall sein, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja, abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Star Wars das Erwachen der Macht mit dem Zwergenquest zu verpassen. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Und möge die Macht des Stormtroopers mit euch sein. Ja.